Ignadon. Was? In Ignadon ist ein weiteres Elex vorkommen. Okay. Das hört sich so an, als wärst du dir sicher. Allerdings, wir sollten alsbald aufbrechen. Hoffentlich werden die Meinungsverschiedenheiten unter den freien Menschen nicht dazu führen, dass wir den Krieg gegen die Alps verlieren. Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Ach ja? Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Aha. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Das ist wohl sowas wie der männliche Beschützerinstinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... naja. Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich fand es interessant. Ja? Nun denn. Hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut, die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon. Du weißt doch, was ich meine. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. Oh, da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben.
Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das stimmt. Sie ist... Ja, erspar mir das Gelaber. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Hey, ich kannte mal einen Kerl. Der war so ähnlich wie du. Tatsächlich? Ja, aber ohne diesen komischen Komplex, den du da mit dir herumschleppst. Keine Ahnung, was es ist. Aber es wird Zeit, dass du die Scheiße los wirst. Und weiter? Tja, ich hab mit ihm eine Weile rumgehangen. Bis ich merkte, dass er mehr wollte als nur mich und mein Fahrgestell. Ach ja? Er faselte immer was von einem Haus, Familie und so einem Dreck. Und das war's dann für dich? Nicht ganz. Erst als ich merkte, dass er eigentlich nur die Geschäfte meines Bruders übernehmen wollte. Der Drecksack glaubte, wenn er sich an die kleine Schwester des Dukes ranmacht, hätte er bessere Karten. Hatte er nicht? Nein. Seine Leiche liegt unter dem ganzen Schrott unterhalb unserer Stadt. Typen, die mich versuchen zu verarschen. Leben nicht lange. Und du? Was ist mit dir? Bist du auch einer von der Sorte? Nein, dein Fahrgestell würde mir völlig reichen. Ja, genau. Möchte ich wetten. Hör mal, du Penner. Ich beobachte dich ja schon eine ganze Weile. Ach ja? Du bringst immer diesen förmlichen Ernst mit, bei allem, was du tust. Ich meine, ist ja okay, aber amüsierst du dich eigentlich auch mal? Oder bist du einer von den Männern, die es lieber ausschwitzen? Ich meine, ich könnte dir da aushelfen, wenn du nicht zimperlich bist. Du bist ein Miststück. Aber warum nicht? Ich spiele gern mit dem Feuer. Du mich auch mal, du Mistkerl. Na gut, dann lass uns nicht so lange warten. Besser gleich als irgendwann. Was ziehst du denn für ein Gesicht? Tu ich das? Sei ehrlich, du hast keine Ahnung, was jetzt geschieht, oder? In meinem früheren Leben hatten wir wenig übrig für so etwas wie... Ach, also wär's dir lieber, wenn wir wieder gehen, ja? Das habe ich nicht gesagt. Schon. Schluss mit der Fummelei. Wir haben noch was zu tun. Du bist jetzt mit Nasty zusammen, nicht wahr? Ja, richtig. Sie ist... naja... Du kannst es dir vorstellen. Allerdings. Tja, sie scheint ja auch ganz gut zu dir zu passen. Man könnte auch sagen, ihr habt euch verdient.